Am Samstag kam es zu einer Corona-Party in Breitenau. Die Polizei hat die Party aufgelöst. Wie kam es dazu? Wie war der Einsatz? Ja, ein anonymer Anrufer hat am Notruf angegeben, gegen 2 Uhr, dass eine Party in einem Penthaus im 2. Bezirk stattfindet. Die Beamten sind daraufhin zu der Wohnung gefahren, haben dort lauten Partylärm wahrnehmen können und es ist ihnen vorerst die Tür nicht geöffnet worden. Wie ist der Einsatz weiter verlaufen? Gab es Anzeichen? Ja, es hat sich da in weiterer Folge herausgestellt, dass teilweise die Partygäste auf das Dach geflüchtet sind und es hat auch einen Aufzug direkt in die Wohnung gegeben und da versuchten mehrere weibliche Gäste durch diesen Aufzug vor den Beamten zu flüchten. Ein weiterer Streifenwagen hat dann die weiblichen Personen im Alter von 20 Jahren angehalten und sie haben sich dann auch gegenüber der Polizei angegeben, dass eine Party stattfindet und wollten natürlich ihre Sachen in der Wohnung holen. Wie viele Anzeigen gab es? Insgesamt waren in der Wohnung dann 33 Personen. Es hat Anzeigen aufgrund Anstandsverletzung und Lärmerregung gegeben. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Verordnung, die Covid-Verordnung nicht eingehalten worden und alle 33 Teilnehmer dieser Party sind angezeigt worden.